Jetzt mach ich's kaputt. Haha. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Daniel P. und ich habe Müllermann gefunden. Und wir spielen heute natürlich, achso, hatten wir schon gesagt, Truth. Natürlich spielen wir Truth. Ich hatte erwähnt, dass ich euch Streamer dem kurz raushauen wollte. Es ist soweit. Heute der große Patch, ne, deswegen die Folge. Hier, falls das jemand mal nicht gesehen hat, ne, im Hub, wird auch schon fleißig gebaut. Also nicht wir bauen hier oder sonst irgendjemand baut hier, sondern für die Expedition soll das wahrscheinlich sein. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, ob das dafür ist. Ich habe es eigentlich nur zufälligerweise letztens entdeckt, als ich mal eingeloggt bin. Und ich war dann im Hub und dachte mir, hey, warum bin ich im Hub? Und habe ich mich umgedreht und dachte, da hat jemand echt sich die Mühe gemacht, hier ein Bauwerk hinzusetzen. Aber als ich dann hier war und dachte mir hier, so CandyCon-Mitarbeiter, ne, die echt cool aussehen, muss ich sagen. Ne, das ist einfach so lustig gemacht. Die bauen da bestimmt was anderes. Was es genau wird, ich weiß es nicht. Es sieht nicht, also es sieht teilweise so wie da unten, das sieht schon aus wie das Ding. Und das hier wiederum hat irgendwie noch nicht den richtigen Anstrich. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich diese Ark werden oder wie auch immer die dann heißt, ne, das Schiff, das weiß ich noch nicht. Was wir dann am Ende dieses Patches sozusagen auch bereisen können. Sieht auf jeden Fall schon richtig cool aus, oder? Also ich finde auch einfach so lustig, dass die hier, so wie Pilzmitarbeiter, pfeift der? Echt cool. Hier haben sie sich echt mehr Mühe gegeben als in 90% des Spiels selber. Der tut mir leid, wenn da was abbricht. Echt cool. Ne, also ich meine hier, die Mützen vor allem passen immer perfekt dazu. So wie beim Candy-Typ. Eine Candy-Mütze, beim Pilz-Typ, der hat eine echt breitere Mütze. Und die pfeifen alle vor sich hin. Sind aber schon seit ein paar Tagen oder vielleicht schon seit Wochen, ich weiß nicht genau, wann das mit dem Patch reinkam, sind die schon am Arbeiten. Auf jeden Fall bauen die das Raumschiff, so wie das aussieht, ne? Mit Energiekristall, Energie, Treibstoff, ne? Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ich hatte erst Hoffnung, dass hier irgendwie ein Geheimnis versteckt wäre oder so, aber ich hatte nichts gefunden, nachdem ich dann mal so ein, ja, ich weiß nicht, so 10, 20 Minuten durch die Gegend geflogen bin hier und gesprungen. Hier auch so ein Auftriebdingen, ja. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Und nachher dann die ersten Expeditionen im Weltraum. Oh, man kann dran drücken. Ist aber noch kaputt. Ist noch nicht, die Elektrik passt noch nicht. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Das wollte ich mal gezeigt haben. Ist besser als einfach nur zu sagen, hey, hier eure Streamer-Codes, ne? Es waren doch mehr als 30, das heißt, es haben leider nicht alle gewonnen. Ist natürlich schade, aber dann eine ganz normale Verlosung. 30 der Leute haben die Streamer-Codes gewonnen. Diejenigen, die Discord benutzt haben als eine Möglichkeit zum Anschreiben, die müssten dann einfach, wenn sie dann ihren Namen gleich lesen, mich anschreiben und sagen, hey, ich habe gewonnen. Im besten Fall passt das natürlich mit eurer Nachricht überein, ne? Nicht, dass ihr dann sagt, hey, ich bin der und der und vorher habt ihr geschrieben, mein Discord heißt anders, weil dann müssen wir da erst zusätzliche Schritte einleiten. Die Leute, die E-Mail angegeben haben, die werde ich direkt anschreiben. Ne? Ihr kriegt sofort eine E-Mail. Und diejenigen, die gar nichts geschrieben haben, müssen sich noch dann in den Kommentar einfach irgendwas aussuchen, wo ihr dann erreicht werden wollt. So, einmal hier noch reingucken. Ach, hier ist nicht. Hier ist kein Ding. Ja, jetzt habe ich alles angeguckt. Den Kran und den Rest. Jetzt mach ich's kaputt. Haha. Das wäre lustig. Wenn du jetzt einfach so eine Bombe wirfst und dann ist da ein Loch drin und dann gucken die dich alle böse an. Haben so viel Arbeit geleistet, wochenlang, und dann komme ich hin und werfe auch so eine Bombe. Aber ich habe keine Berechtigung hier zu bauen. Zum Glück. So, also wie gesagt, die, die noch nichts geschrieben haben, müssen dann was
noch eine andere Möglichkeit geben. Ein paar haben auch Instagram angegeben. Allerdings habt ihr bestimmt schon mal in die Beschreibung reingeguckt. Wenn nicht, guckt mal rein. Leider habe ich keinen Instagram-Account für den SunLP sozusagen. Ich habe überhaupt keinen Instagram-Account. Das heißt, da kann ich euch leider nicht erreichen. Ihr müsstet dann vielleicht am besten eine E-Mail oder so angeben. Dann kann ich euch die auch einfach zuschicken. Den Code. Ne? Ja, Discord war immer das Leichteste. Das ging zumindest sehr schnell. Vor allem nachdem... Oh, da ist noch eine Kiste auf. Vor allem nachdem ihr das allererste Mal sozusagen eingerichtet habt und ich weiß dann, wer ihr seid, geht alles viel schneller. Jetzt fahren wir einmal nochmal runter, zum gucken, was hier noch so ist. Hier ist auch so ein Ding. Ey, das hat aber Strom, oder? Nein, das ist auch kaputt. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Kann man die... warte. So, ich musste eben niesen. Das schneide ich natürlich raus, aber die zwei Sachen wollte ich Ihnen trotzdem zeigen. Jetzt kommt dann die Liste der Gewinner. Denkt daran, dass ich euch irgendwie erreichen kann. Auf YouTube selber das Feature mit Message, ne, also mit Nachrichten senden. Das war schon immer irgendwie kacke. Viele haben mich mehrmals angeschrieben, ob ich dir den Code verschickt habe. Wenn eine Nachricht ankam, was auch nicht immer der Fall war, lustigerweise, dann habe ich das auf jeden Fall gemacht. Aber viele haben auch nicht gewusst, dass die unter gesendete Nachrichten gucken müssen, weil da die Antwort steht. Ihr kriegt keine eigene Nachricht, ne, sondern wenn ich darauf antworte, dann ist das als Antwort und ihr müsst dann unter gesendete Nachrichten gucken. Ah, das war immer sehr kompliziert. Deswegen besser ist eine andere Möglichkeit. Also eine andere Möglichkeit als auf YouTube. Na, weil das geht leider nicht. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal ein eigenes System dafür entwickeln. Zumindest so, dass es vielleicht mit Google Plus richtig zusammenhängt, weil dann kann man auch über Google Plus Nachrichten verschicken. Aber so irgendwie kann man irgendwie nichts richtig machen. So, jetzt habe ich mal auch mal den Hub neu gesehen. Das ist alles ein bisschen umgestellt. Also ist mal wieder neu gewesen. Wusste ich gar nicht, dass hier schon der Sommer gestartet ist. Ne? Sieht zumindest so aus. Hier hat doch jemand geschossen. Ich sehe das doch. Guck. Das war ich nicht. Nein, nein, nein. Die kommen nicht in meine Richtung. Hat keiner gesehen. So. Also jetzt die Gewinner. Der Patch läuft dann heute. Wir sehen uns dann bestimmt. Ja, vielleicht sage ich mal nicht bestimmt. Vielleicht heute Nacht dann mal online, wenn der Patch vorbei war. Und in der neuen Welt könnte man sich mal hin und wieder treffen. Jetzt wird es dann doch häufiger mal wieder Folgen geben, wo ich dann einfach mal in dieser neuen Welt rumrenne. Jetzt gehen wir nochmal hier runter. Und dann war es das für heute. Ich würde dann sagen, schaut euch nochmal an, wer jetzt gewonnen hat. Denkt dran, ich brauche irgendeine Möglichkeit, euch den Code auch zuzuschicken. Die sind nur noch bis Ende des Monats gültig. Ne, sind nur noch ein paar Tage. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen beeilen sozusagen damit. Also ein bisschen heißt, gut wäre so heute, morgen. Ne. Nicht gegen Wochenende. Da wird es immer schwerer, den Code weiterzuschicken. Am besten vorher schon haben und eingelöst haben. Dann passt das. Na gut. So, das waren die Gewinner und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von True. Ciao.